Freunde, es freut mich außerordentlich. Im künstlerischen Diplomprojekt von Andreas Biener treffen ein Kapellmeister, ein Musikschullehrer, eine Opernsängerin sowie eine Pianistin regelmäßig in der Praxis eines Gurus zusammen, um sich von ihm, von ihren musikalischen Problemen heilen zu lassen. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Karl Keintbauer aus Bad. Um sich besser kennenzulernen, berichten alle von ihren Problemen, die sie mit und gerade wegen der Musik haben, und zeigen auf diesem Wege, wie nah Traum und Trauma beisammen liegen. Nicht nur durch die multimediale Aufbereitung der Personencharakterisierung, sondern auch durch die vier Stücke aus Prokofjews Vision Fugitive gelingt es Andreas Biener, die Charaktere auch durch die Musik zu beschreiben. Als Fachmann weiß der Guru natürlich genau, wie er seinen Patienten helfen kann. Und so wird etwa durch Malen nach Zahlen oder einer Trommeleinheit das schrittweise Herangehen an Probleme geübt, beziehungsweise der inneren Verklemmtheit der Kampf angesagt. Erst in der letzten Therapieeinheit wird deutlich, dass das Problem an sich selten wirklich in der Musik zu finden ist. Das Schlussstück »You can't always get what you want« von den Rolling Stones steht für sich und soll zeigen, dass Musik oft viel mehr sein kann als nur ein Trauma.